Die Vorteile und die Nachteile einer anwaltlichen Schuldenberatung. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen beim Videochannel der Kraus-Kendler-Rowinski-Anwaltskanzlei. Ich bin André Kraus, ich bin Fachanwalt für Insolvenzrecht und ich bin mit meinem Team spezialisiert auf Entschuldungsfragen. Und in diesem Video geht es um die Vorteile, aber auch um die Nachteile einer anwaltlichen Schuldnerberatung. Zunächst mal zu den Vorteilen. Der erste Hauptvorteil einer anwaltlichen Schuldnerberatung ist es, dass es mit der Entschuldung sofort losgeht. Das ist der wichtige Hauptvorteil gegenüber einer öffentlichen Schuldnerberatung. Denn dort gibt es immer wieder lange Wartezeiten von sehr oft auch 6 Monaten. Ein weiterer wichtiger Vorteil einer anwaltlichen Schuldnerberatung ist es, dass Sie bei einem seriösen Anwalt alle Entschuldungswege offen haben. Wenn Sie beispielsweise private Schulden haben und eigentlich die Zahlung einer monatlichen Rate an die Gläubiger entweder gar nicht möglich ist oder einfach wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, weil Sie mit einem Insolvenzantrag viel besser dastehen und Ihnen viel mehr Geld monatlich verbleibt, dann ist zum Beispiel die Privatinsolvenz die richtige Entschuldungsalternative für Sie. Und wenn Sie zum Beispiel ein Unternehmen fortführen wollen, dann eine Regelinsolvenz mit einer Freigabe oder was auch denkbar ist, was man anbieten kann, ist die Gründung einer Auffanggesellschaft. Oder wenn es doch sinnvoll ist, Ihren Gläubigern monatlich was anzubieten, wenn Sie das ohne weiteres können, dann ein Vergleich oder wenn eine Einmalzahlung möglich ist, ein Insolvenzplan. Ich finde, ein seriöser Schuldnerberater sollte Ihnen alle Entschuldungsalternativen aufzeigen und Ihnen vor allem nicht suggerieren, dass beispielsweise eine Insolvenz etwas Schlechtes ist. Es ist nichts Schlechtes, es ist einfach in vielen Fällen die einzige Wahl. Ein Vorteil gegenüber einer öffentlichen Schuldnerberatung ist in diesem Zusammenhang, dass öffentliche Schuldnerberatungen Sie meistens nur im Privatinsolvenzverfahren begleiten. Wo es Vorteile gibt, gibt es natürlich auch Nachteile. Und der wichtige Hauptnachteil einer anwaltlichen Schuldnerberatung ist, dass diese Geld kostet, das Anwaltshonorar. Aber auch hier sollten Sie beachten, bei einer Privatinsolvenz ist es möglich, mit Beratungshilfe fast umsonst begleitet zu werden. Weitere Nachteile, die gibt es aus meiner Sicht tatsächlich bei dieser Situation nicht. Aus meiner Sicht ist es nämlich keine Alternative, auf eine Entschuldung zuzuwarten. Ich glaube, das einfache Zuwarten und auf sich zukommen lassen der Pfändungen verzögert einfach den irgendwann mal notwendigen Schuldenschnitt. Eine wichtige Alternative, vor der ich Sie besonders warnen möchte, ist die Umschuldung. Viele Schuldner denken, wenn sie ihre vielen Schuldenposten zu einem einzigen zusammenfassen, dass sich die Schuldensituation dadurch auf eine Weise bereinigen lässt. Aber das ist nur so ein sehr kurzfristiger Vorteil, mit dem auch die entsprechenden Anbieter auch immer wieder spielen, der aber am Ende hinten raus in den allermeisten Fällen einfach nur zur Verschlimmerung der Schuldensituation führt. Denn die Zinsen, die bei einer Umschuldung anfallen, sind im Gegensatz zu den normalen Zinsen der Darlehen, die möglicherweise schon vorhanden sind, meistens horrend. Das heißt, die Verbindlichkeiten, die wachsen immer weiter an. Am Ende werden Sie kaum zu einer Tilgung kommen, sondern alleine die Zinsen tragen. Wenn Sie dort zu einem Zahlungsrückstand wieder kommen, wird auch das Vorgehen sehr aggressiv sein. Und deswegen schiebt eine Umschuldung das Problem meistens nur sehr stark auf und vergrößert den Schuldenberg, der da ist. Deswegen raten wir in solchen Fällen natürlich, eine Schuldnerberatung anzugehen. Ich hoffe sehr, dass Sie dieses Video informativ und aufschlussreich fanden. Wir haben für Sie eine Menge juristischer Informationen zur anwaltlichen Schuldnerberatung auf unserer Webseite bereitgestellt. Und wenn Sie eine persönliche juristische Frage haben, zum richtigen Entschuldungsweg beispielsweise, können Sie uns gerne über unsere Webseite erreichen oder uns direkt über unsere Webseite beauftragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.